Okay. Also nochmal Atelier. Dann brauche ich gleich was zu knabbern. Ich gehe mal gleich an mein Paket. Der hat das gesagt? Aha, so ist das also. Welch eine Ehre, ein seltenes Geschenk. Es ist Bezahlung. Ich habe verstanden. Bitte helfen Sie mir bei der Arbeit. Wie Sie sehen, habe ich den ehrenvollen Auftrag, die Laguna-Skulptur anzufertigen. Nur mir fehlen einige Steine, die ich für den Feinschliff benötige. Bitte suchen Sie die im Dorf. Na gut. Bitte suchen Sie nach dem Schattenstein, Windstein, Lebensstein, Wasserstein und dem blauen Stein. Ich habe keine Ahnung von den Steinen. Die Namen der Steine sagen alles. Sie brauchen nur an Stellen zu suchen, die Ihnen verdächtig sind. Wenn Sie wirklich Schwierigkeiten haben sollten, fragen Sie einfach den Experten am Dorfeingang. Fangen Sie am besten mit dem blauen Stein an. Warum bin ich jetzt weggegangen? Der hier ist blau. Hey, sag bloß, dass das hier der blaue Stein ist. Richtig, genau. Jetzt erinnere ich mich schon. Jetzt erinnere ich mich. Ich hatte ihn ja schon hier. Den können wir also abhaken. Als nächstes der Windstein. Ah! Muss ich die alle der Reihenfolge nach suchen? Ein Windstein? Hier weht immer Wind. Müsste irgendwo in der Nähe sein. Okay. Das hier ist auch ein Stein. Der Wind bläst. Das muss der Windstein sein. Ja gut, das war der Windstein. Wie läuft es? Okay, ich muss die also einzeln abgeben. Das ist ja doof. Huch, da fallen die letzten Blätter vom Baum. Ist das okay so? Das ist wahrlich ein Windstein. Zwei hätten wir, bleiben noch drei. Als nächstes der Lebensstein. Dann suchen wir als nächstes den Lebensstein. Na, wie gut, dass er reagiert. Sonst wäre das jetzt echt bärzig geworden, ständig hin und her zu rennen. Nicht, dass wir das jetzt nicht auch tun müssen, aber hey! Quest ist Quest! Ist das okay so? Das ist wahrlich ein Lebensstein. Bleiben nur noch zwei. Als nächstes der Schattenstein. Heißt, wir suchen einen Ort, der einen Schatten hat.
Der Ort hat keinen Schatten. Sieht man nur selten. Sucht an einer Stelle, wo sich die Schatten kreuzen. Eine Stelle, wo sich die Schatten kreuzen. Bitte nehmen Sie Platz. Ich glaube, für einen musste ich hochfahren. Bei Schatten in der Regel nur da, wo Sonne hinkommt, ne? Ein Stein. Verstehe, ein Schattenstein. Sag ich doch. Bin ja nicht ganz so hilflos. Ach, was tut man nicht alles für ein Geschenk? Na, immerhin sind wir nicht runtergestuft worden. Na, ein Glück. Wahrlich ein Schattenstein. Bleibt nur noch einer. Der Wasserstein. Lass mich raten, es muss Wasser in der Nähe sein. Das ist auch ein Stein. Selbst dorthin gelegt. Als letztes der Wasserstein. Boah, Junge. Wenn ich wiederkomme und du sagst, ach, das war er doch, dann hau ich dich. Ja gut, nicht hilfreich. Wie läuft es? Der Wasserstein, wie wär's damit? Oh, Jesus Maria. Einmal kann der Steinexperte nicht mehr helfen. Na, Wunder, oh Wunder.
Sie haben also begonnen. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Wenn Sie mir jetzt einen Wasserstein geben, weißt du, ist mir das Geschenk genug. Mehr will ich dann gar nicht. Der Bus. Kann ich diesen Stein haben? Von mir aus aber ist aber nur der Stein für den Abwasch. Ist mir egal. Ist jetzt Wasserstein. Das ist wahrlich ein Wasserstein. Gratulation, Sie waren eine sehr große Hilfe. So, gehen Sie zum Ältesten. Okay. Ich will jetzt mein Geschenk. Und dann such mal weiter nach Ideas Haus. Der Älteste möchte Ihnen ein Geschenk überreichen. Danke, dass Sie für den Shumi-Stamm Ihre wertvolle Zeit geopfert haben. Vielleicht sehen Sie schlecht? Verstehe. Was ist jetzt schon wieder? Hä? Da ist ja nichts. Der Älteste hält nichts in der Hand. Wenn er etwas halten würde, könnte man ja seine Hand doch nicht sehen, oder? Das Geschenk? Ja, natürlich. Euch wurde erlaubt, die Hand des Ältesten zu sehen. Mit dieser Hand hat er Steine gegraben. Mit dieser Hand hat er Dinge geschaffen. Mit dieser Hand wurde er zum Ältesten. Das war die feierliche Übergabe des Geschenks. Auf Wiedersehen! Ja, okay. Ach ja! Ich hatte es vergessen. Es ist nur ein Zeichen der Dankbarkeit. Ein Souvenir. Noch eine Hand? Ja, bitte. Phönixflügel. Okay. Hey, hast du was bekommen? Ob das ernst gemeint war, das mit den Händen? Wahrscheinlich. Ich kann mir vorstellen, dass... Ist es ernst gemeint? Er hielt ja von Beginn an seine Handflächen bedeckt. Nur, diese Leute sind sehr intelligent. Sie wissen natürlich, dass uns Außenweltlern solche Dinge nicht wirklich interessieren. Gerade weil sie Laguna vom Herzen verehren, möchten sie uns in ihre Welt einweihen. Aber sie können es nicht in Sachwerte umrechnen. Deswegen haben sie sich das wohl ausgedacht. Zumindest entspricht das ihrer Logik. Ein bisschen Spielerei war sicher mit dabei. Das war doch nicht nötig. Wir hätten es ja verstanden. Das waren aber wirklich sorglose Momente. Im Gegensatz dazu hat Nork seine Hände buchstäblich zur Schau gestellt. Ups, die haben uns durchschaut. Das habe ich erwartet. Ihre Blicke sagten, dass diese Leute ein schweres Los zu tragen haben. Kein Wunder, dass sie uns durchschaut haben. Ach, deswegen. Wir hätten ihnen das Geschenk einfach so überreichen können. Warum also der Umstand? Was ich ihnen wirklich schenken wollte, waren erholsame Momente.
Patient lebt wieder, na, das ist doch okay. Aha. Klingt wie eine Ausrede. Ich habe einen Befehl für dich. Ja? Bis die Skulptur fertig ist, gibt es keinen Schlaf. Nein, ich flehe sie an, Ältester. Nein? Also doch? Was zum... Kein Schlaf? Okay. Tschüssi. Tschüssi, Mamba. Tschüssi, Schumis. Wir sehen uns vielleicht nicht wieder. Vielleicht aber auch doch. In der Zwischenzeit, wo wir Fahrstuhl fahren, hole ich mir was zu knabbern aus meiner Kiste. Kannst du es oder draufsetzen? Katze, steh dich im Weg! Geh weg! Stehst du im Weg? Hey. Katze stand nur ein bisschen im Weg. Wir sind angekommen! So, jetzt such mal nach Ideas Haus. Ich hoffe, ich finde es. Ich mit meinem Orientierungssinn. Schokolade schmilzt, ist die Katze im Karton. Thank you.
an unsere Ringfahrt hier. Weiß ich noch nicht. Ich sag doch, ich bin heute absolut ungeplant. Oh, ich glaube, ich muss auf die andere Seite. Also, hier schon die Richtung. Also, ich bin absolut ungeplant. Ich weiß nicht, was ich heute alles so geplant habe. Ah, du hast keine 20 Euro mehr fürs Stöhnen, das ist ja jetzt traurig. Du hast vielleicht heute keinen Special Fanservice mehr. Schade, schade. Hier irgendwo Ideas Haus. Boah, die Katze, die randaliert jetzt. Natürlich gibt es keinen gratis Fanservice. Alles im Leben hat seinen Preis. Ich habe Ideas Haus gefunden. Und den Bellamp Garten, den Galvadia Garten. Ja, Mensch. Der Ort bekannt vor. So eine geldgeile Streamerin. Ja, von irgendwas muss ich ja leben. Oder denkst du, ich lebe von Luft und Liebe? Wenn du zu deinem Jubiläumsstream 20.000 Abos abgreifst, dann kann ich das doch auch erwarten. Eigentlich erwarte ich gar nicht. Ich habe mich zum Silvester-Stream gezeigt. Ist das nicht genug gegeben? Immer nur fordern, fordern, fordern. Genau. Das hier ist das DS Haus. Aber was ist das für ein komisches Gefühl? Irgendetwas Riesiges ist in der Nähe. Ich will mal aufhören, von seinem Pass zu reden. Du hast es gesehen. Ich weiß genau, dass du es gesehen hast, weil du hast gesagt, eben ihre schönen Augen. So, das. Meine YouTube-Augen, ey. Als hätte ich auf YouTube andere Augen als, so. Meinst du, auf YouTube kommen die Augen nicht so geldgierig rüber? Jo. Ich gestehe, ich bin ein geldgieriges Mädchen. Geld, wer mag.
weil es mich ein bisschen sorgloser macht. Dann kann ich so ein bisschen mehr Hakuna Matata machen, weißt du? Oh ja, guck mal, hier ist ein Garten. Hier ist ein Garten. Schau mal, Skipper. Was glaubst du, was passiert? Der Feind dürfte uns auch entdeckt haben. Wenn nicht, werden wir zuerst zuschlagen. Kämpfe sind nicht zu vermeiden. Die Hexe ist doch bei denen. Ist das der finale Kampf? Ich hoffe ja. Was? Was mache ich zunächst? Ich muss Anweisung geben. Ach du Scheiße! Ich weiß, dass man auch hier irgendwas richtig machen kann. Moment. So. Vorbereitung für den Angriff treffen, für die Verteidigung. Sich um Unterstufe kümmern. Okay. Keine weiteren Anweisungen. Skipper, gib die Anweisungen durch. Hier spricht Skipper. Dies ist ein Notfall. Hört bitte gut zu. Wir werden gleich mit den galbanischen Truppen konfrontiert. Schwertkämpfer der Klasse 2 zum Radparkplatz. MG-Lizenz Klasse 3 zum Außendeck. Im zweiten Stock und in Bereitschaft. Vergesst nicht, euch aufzuwärmen. Sie werden wahrscheinlich versuchen zu entern. Wir riegeln das Tor und den Schulhof ab. Schüler, deren Einsatznummer mit 8 enden, kümmern sich um die Schulunterstufe. Das ist gemein, Skipper. Ist das bei der Fahrstuhl oder was? Was ist jetzt wieder gemein? Doch. Ja. Ich gehöre doch auch zu euch. Ja, sorry. Ich bitte dich, hey! Und was sollen wir konkret tun? Wir werden einzeln die anderen Schüler anweisen. Wenn Sir da ist, fangen wir an. Ach, Sir schläft wahrscheinlich. Er sagte, er hätte seit Tagen nicht mehr geschlafen. Ach ja, die eine Sache. Wovon redet ihr? Ist geheim. Was ist hier los? So lange können wir nicht warten. Ich werde in den Schulhof gehen. Mit mir kommen. Ich will nicht gedingensten werden. Der will nicht trainiert werden. So. Quistis, du suchst Cell und führst die Truppe am Haupttor an. Verstanden. Es ist noch Zeit, bis es soweit ist. Die GF braucht ihr noch nicht. Wir gehen in den Schulhof. Kommt alle mit.
Sag mal, was ist mit Devi? Devi. Ich überlasse es euch. Echt jetzt? Die wissen alle nicht, was sie zu tun haben? Kiddo! Der Junge rennt auch schon wieder da rum. Die sah aus wie Selfie. War kurz verwirrt. Ja, der Feind bringt euch die äußere Begrenzung ein. Was ist denn hier der Schulhof? Oh, da. Ich hab ihn gefunden. Orientierungssinn wie in Ryoga oder wie in Zorro, aber ich finde immer meinen Weg. Ihr seid hierfür zuständig. Excel. Excel. Dinch Buddy. Alle herhören. Das ist bestimmt unser letzter Kampf. Wir müssen unbedingt gewinnen. Hey Skipper, ich werde hier die Stellung halten. Ich dachte, du schläfst. Naja, ich habe deine Ansprache gehört und bin gleich aufgesprungen. Ich habe eine gerade Einsatznummer. Die Stellung hier ist doch okay. Hör zu, Skipper. Komm mal kurz her. Du hast doch einen Ring. Ich weiß, es ist ein schlechter Zeitpunkt. Was ist? Schenkst du mir den? Nein, leih ihn mir einfach. Ich werde ihn nicht verlieren. Also, was ist? Was hast du vor? Ach, nichts Besonderes. Leih mir einfach. Was zum... Das ist mein Lieblingsring. Naja, ausleihen kann ich ihn schon. Verliere ihn nicht. Danke, Skipper. Jetzt kann ich mein Gesicht wahren. Devi wird sich auch freuen. Devi? Okay, Skipper. Ich werde die Stellung hier halten. Excel, bist du hier? Ich werde mitkämpfen. Ich will nicht nur beschützt werden. Wenn ich dadurch jemanden beschützen kann, will ich ebenfalls mitkämpfen. Und das soll das letzte Mal sein, dass hier Kämpfe stattfinden. Ich muss kämpfen, sonst werde ich nicht akzeptiert. Sei aber vorsichtig. Okay. Skipper, komm bitte zurück auf die Brücke. Ich bin doch schon auf dem Weg. Xell, halt hier alles beisammen. Yeah!